Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Vielen Dank. Ja, es ist heute ein bisschen Ausnahmesituation. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn und weil es die Höflichkeit gebietet, eine Frau sehr herzlich in unserer Runde begrüßen wollen, von der es heißt, sie habe in ihrer Kindheit in der DDR heimlich etwas gemacht, was auch Erich Honecker gerne heimlich gemacht hat, nämlich Westernfernsehen, Bud Spencer-Filme gucken. Und die Frage ist, wie oft hat sie während dieser Jamaika-Verhandlungen an diese schönen Prügelszenen gedacht, wenn mal wieder Alexander Dobrindt vor ihr stand? Das Ende von Jamaika, hat sie hier mal erzählt, war wie Hochzeit schon geplant und dann wirst du einfach sitzen gelassen. Und die Frage, ob das schöne Christian von der FDP der böse Heiratsschwindler war oder nicht, ist noch nicht geklärt, ist aber auch längst egal. Denn plötzlich läuft es unglaublich rund für ihre Grünen. Und dass sie drauf und dran sind, die SPD als Volkspartei tatsächlich abzulösen. Wie konnte das passieren, fragen wir Katrin Göring-Eckardt. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, wenn uns das... Wenn uns das einer erklären kann, dann möglicherweise dieser Mann, einer der besten Kenner europäischer Politik, mit Wohnsitz in Venedig, in der Stadt also, die berühmt ist für Westernhelden mit lagunenartig blauen Augen, der sagt, die Beliebtheit der Grünen liegt eher am Zustand der SPD. Und überhaupt, findet er, sind die 68er von einst unglaublich langweilig geworden. Die sind nur noch bequem, sagt er, bequem zu handhaben, bequem in der Regierung, morgens bequem mit dem Porsche zur Arbeit. Gilt aber auch für alle anderen, weshalb er sagt, wenn mir heute einer in zwei Sätzen den Unterschied zwischen CDU und SPD erklären kann, dann bin ich wirklich beeindruckt. Es gibt nämlich keinen. So kann man keine Politik machen. Herzlich willkommen dem Europakorrespondenten der Welt, Dirk Schümer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, die Frage ist, braucht es möglicherweise mehr Typen wie diesen jungen Mann? Gibt nicht so viele, die so rücksichtslos, das trifft es vielleicht ganz gut, ihren Weg gegangen sind wie er, rücksichtslos mit den Lehrern, Zitat, Schule hat mich nie besonders interessiert, ich habe lieber bis morgens um 4 gemalt, der aber auch rücksichtslos mit sich selbst war und sagt, ich habe mit 10 Jahren angefangen zu malen wie besessen und wenn ich ein Bild im Kopf habe, dann male ich einfach Tag und Nacht und so lange, bis es fertig ist. Deshalb ist dieser junge Mann heute mit gerade mal 20 Jahren bereits einer der erfolgreichsten Maler Deutschlands. Das erste Bild hat er für sagenhafte 250 Euro verkauft. Heute zahlen Kunstliebhaber von Singapur bis New York bis zu 100.000. Er sagt, ganz ehrlich, keines meiner Bilder ist 100.000 wert. Herzlich willkommen, Leon Löwenthal. Komm mit her. Schön, dass Sie da sind. Das ist sympathisch. Ja, und dann... Und dann ein Mann bei uns, der schon so vieles in seinem Leben gemacht hat, der Leon Löwenthal genauso begeistert hat wie Katrin Göring-Eckardt. Schauen wir mal, wie sie ihn anhimmelt. Ja? Und der vielleicht der Schauspieler ist, der für seine Arbeit so viele Bohnen gegessen hat wie kein anderer. Wer ist dieser Mann, den alle kennen, der aber von sich sagt, ich wollte am Anfang um keinen Preis Schauspieler werden, das war die Hölle, ich hatte Lampenfieber. Wann ist der Knoten geplatzt? Stimmt es, dass er einen gewissen Carlo Pedersoli als Junge im Schwimmbad kennenlernte, der als italienischer Olympiaschwimmer am Beckenrand stand und eine nach der anderen rauchte und später als Bud Spencer mit ihm weltberühmt wurde. Was war das für eine Freundschaft? Wie wichtig war das Essen? Stimmt es, dass Bud Spencer in der Lage war, gesamte Speisekarten rauf und runter zu essen? Wie wichtig ist der deutsche Teil seiner Geschichte für ihn? Und warum war sein neuer Film auch eine Rückkehr zu den Anfängen? Herzlich willkommen, Terence Hill. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Es gibt wenige, bei denen man das so erlebt. Was bedeutet Ihnen Terence Hill? Sie haben wirklich in der DDR heimlich Bud Spencer-Filme geguckt? Ja,
Also natürlich. Die liefen da auch rauf und runter. Die liefen da im Westfernsehen liefen die rauf und runter. Ja. Und ich lebte nicht in Sachsen, also im Tal der Ahnungslosen, wo man das nicht gucken konnte, sondern im schönen Thüringen. Ja. Und deswegen ist, sind die Filme ein fester Bestandteil meiner Kindheit. Und haben sich damals in diese blauen Augen verliebt, ja? Ein bisschen schon, ne? Ja, ja, das ist auch, geblieben. Ja. Also wir müssen jetzt hier, ist aber wirklich, das ist großartig. Ja, ich muss so nah, das hätte ich nie gedacht. Also schon gar nicht als DDR-Bürgerin, ja? Eingeschlossen in der hinter der Mauer und so. Und jetzt neben Terence Hill. Und jetzt neben Terence Hill. Ich meine, das Meer muss im Leben jetzt kaum. Ich meine, mehr Blau geht nicht. Seine blauen Augen. Ich habe heute den blauesten Anzug angezogen, den ich finden konnte. Aber gut, wird Sie jetzt nicht weiter, beeindrucken. Ja. Dirk Schümer, Terence Hill, in Italien immer noch ein Riesenstar. Ne? Sie leben da. Ja, er tritt auf als Padre Matteo. Als Priester, der gebrochene Herzen heilt und in einem kleinen Ort in Umbrien, in Gubbio, für das Rechte sorgt. Ich finde ja, dass Priester in Filmen, ob Pater Braun oder eben auch Padre Matteo, immer sehr viel sympathischer sind als in echt. Und deswegen ist er, glaube ich, inzwischen in Italien fast bekannter als der Papst, habe ich das Gefühl. Ja, möglicherweise. Arbeitet bis heute wie wahnsinnig. Von Leon Löwentraut weiß ich, dass er bei seiner Oma früher immer Bud Spencer-Filme geguckt hat. Und jetzt kommt die große Überraschung. Terence Hill spricht Deutsch. Ja, etwas schon. Meine Mutter war aus Dresden. So, ich habe Deutsch gesprochen, bis ich 6 Jahre alt war. Mhm. Dann sind wir nach Italien, dann bloß Italienisch. Und dann bin ich nach Amerika, bloß Englisch. Und jetzt spreche ich keine Sprache. Richtig. Richtig, ja. Also wir finden das Deutsch, fantastisch. Das heißt, Ihre Frau, mit der Sie seit wie vielen Jahren verheiratet sind? 50 Jahre? Ja. Wahnsinn. Das ist eine Lebensleistung. Ihre Frau ist Deutsch-Amerikanerin, ja? Ja. Das heißt, sprechen Sie zu Hause dann, wenn Sie in Amerika leben, seit 30 Jahren, ja, sprechen Sie Deutsch? Sie ist in Amerika geboren, aber ihre Eltern kamen von Bayern. Und da sind auch Verwandte. Ich besuche sie jetzt manchmal. Ja. Und die machen mir ein schönes Frühstück mit vielen Brötchen. Ja. Das habe ich ganz gerne. So, die warten auf mich jetzt. Ja, sehr gut. Sie haben auch so einen leicht bayerischen Akzent, finde ich. So ein bisschen. Ja? Ja, minimal. Ja, oder? Ja, sächsisch ist es nicht. Nicht direkt. Sächsisch ist es nicht. Ja. Also nicht diese ersten 6 Nein. Jahre sind jetzt nicht so. Und um auch das nochmal für mich auch zu klären. Mario Girotti ist Ihr Geburtsname. Aber was steht im Pass? Damals, wenn man die Italiener Western gemacht haben, sie sind in die ganze Welt gegangen. Und die Leute haben gedacht, dass der amerikanische Filme waren. Ja. So, jeder musste ein neues Namen. Nicht bloß die Schauspieler, aber die ganze Crew. So, die haben mir einen Film und haben mir verschiedene Namen gegeben. Du hast 24 Stunden zu wählen. Dann haben wir gesagt, Terence, es geht, weil es gibt ein Terenzio in Latein. Genau. Und dann Hill. Man spricht es, es ist Ritten. Ja. So auch Italiener können sagen, Terence Hill. Terence Hill, ja. Und so ist es zu dem Namen gekommen, ja? Ja, ja. Und so ist auch Bud Spencer auch zu seinem Namen gekommen? Ja, Bud Spencer, er hat ganz alleine. Er hat Spencer geliebt. Genau. Als Schauspieler und Bud liebt Bier, so das ist Bud Spencer. Genau, das hat er hier mal erzählt. Bier, das mit dem Bud hat nur mit dem Bier zu tun. Das war der Grund, warum Bud Spencer so heißt, wie er heißt. Budweiser, Bud Spencer. Absolut, absolut, das passt. Wir schauen mal ganz kurz rein, weil wir das heute mal nutzen müssen, diese Chance, und einfach noch mal ein bisschen Kindheit genießen. Hier geht's los. Das genügt. Als Cowboy mit den stahlblauen Augen wird Terence Hill in den 70ern an der Seite von Bud Spencer zum Weltstar. 72 locken die legendären Hau-drauf-Helden mit 4 Fäuste für ein Halleluja 12 Millionen Zuschauer in die Kinos. Die Western-Parodie ist bis heute einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Und? Oh, schlechter Verlierer.
17 gemeinsame Filme dreht das Duo, die neben der Leidenschaft zu Kopfnüssen und Backpfeifen eine innige Freundschaft verbindet. Als Mario Girotti 1939 in Venedig geboren, lebte er als Kind mit seiner Familie einiger Jahre in der Nähe von Dresden. Zurück in Italien steht er bereits mit 12 Jahren das erste Mal vor einer Kamera, obwohl er schüchtern ist. Jahrelang kämpft er mit Lampenfieber. Doch mit 24 hat er mit Viscontis Literaturverfilmung Der Leopard großen Erfolg, sodass er sein Literaturstudium an den Nagel hängt. Semper sorda. Immer taub? Wieso? Ich höre sehr gut, Graf. Taub oder grausam, wie Sie wollen. Neben der Schauspielerei verwirklicht er sich seit 1983 auch als Regisseur in Filmen wie Keine Haut wie Don Camillo und Lucky Luke. Privat gilt Terence Hill als zurückhaltend. Der Filmfrauenheld ist seit über 50 Jahren verheiratet, zählt noch heute zu den größten Stars und Publikumslieblingen in Italien, spielt einen Förster in der Serie Die Bergpolizei und seit über 17 Jahren in der italienischen Erfolgsserie Don Matteo einen Pfarrer. Selbstmord wird ein glatter Mord. So, jetzt muss ich aufhören, sonst fliegen mir die Lungenflügel raus. Wünsche was. Einen schönen Tag noch, Don Matteo. Danke, wünsche ich Ihnen auch. In seinem aktuellen Film Mein Name ist Somebody, zwei Fäuste kehren zurück, führt er Regie und schreibt das Drehbuch und kehrt dafür an die Stelle seines größten Erfolgs in die Wüste von Almeria zurück, wo er schon vor über 40 Jahren als Nobody Staub aufgewirbelt hat. Der Kerl passt mir nicht. Reine Geschmackssache. Ja, und heute ist unser Gast, Terence Hill. Terence, wir haben das eben gerade gehört, die Wüste von Almeria. Sie haben gerade gesagt, Sie kehren sozusagen an den Ort zurück, wo alles begonnen hat, in der Wüste von Almeria. Ja. Das heißt, dort ging das los, dort, ja, mit dem Erfolg? Dort ging es los, wo ich Bud Spencer getroffen habe. Die Geschichte ist, dass der Film heißt jetzt God Forgive, aber Django Nie. Aber genau. Die originale Titel war Die Katze, der Hund und die Fuchs. Okay. Dann versteht man auch diese Charakter hier. Wenn du weißt, dass ich die Katze gespielt habe, der Hund, der ist immer slow und ich bin immer schlau. Und wir sind auch auf den zum Zoo gegangen. Da hat der Regisseur gesagt, du musst schauen wie ein Tiger. Wie ein Tiger. Da bin ich da gegangen und so, was ist das? Aber das war der Beginning. Aber das heißt, Sie sind in den Zoo gegangen und haben die Gesichtsausdrücke von Tigern studiert, ja? Ich habe wirklich, weil er sagte, ein Tiger oder eine Katze guckt auf dich, aber nicht gerade, aber er geht through your body. Ja, geht durch dich hindurch, ja, sozusagen. Ja, genau, das ist es. Können Sie einmal schauen wie ein Tiger? So. Okay. Aber es war wirklich ein Moment, wo es war Destiny. Okay. Ja. Und die haben schon vor einer Woche gedreht, aber dann hat der Schauspieler, der die Katze gespielt hat, hat sich verletzt, weil er mit seiner Freundin gesangt hat. Die Geschichte stimmt, ja? Also ja, stimmt. Ich habe das gelesen irgendwie. Also stimmt, das wurde schon eine Woche gedreht und dann hat er sich verletzt, das Bein gebrochen, weil er sich angeblich so mit seiner Freundin gestritten hat? Ja, genau, ja. Was war das für eine Freundin? Ja, was war das für ein Mann? Ja, genau. Mann, Freundin war gut. Ja. So, dann ist er gemacht, warum? Also ich habe eine Probe gemacht, er hat gesagt, ja, du bist gut. Und dann, sehr schnell mussten wir zurück. Dann habe ich den Flugzeug nach Madrid, aber damals gibt es keinen Flughafen in Almeria, keine Autobahn. Dann bin ich nachts gefahren für 12 Stunden, weil es war so. Und dann, ich habe mich gerade gleich auf ein Set gebracht und der Taxitreiber oder der Taxi sagt, warte hier. Und ich schaue, da sehe ich ungefähr 80 Meter weit, da war die Crew. Und plötzlich kommen zwei Frauen zu mir und ich sage, darf ich aufstehen hier im Moment? Nein, ich packe hier. Ja, doch, gerne, klar. Ja. Dann die Frau hat ein Handtuch so und putzt den Hand so in front von mir und sagte, ja. Zieh deine Hosen aus.
aus. Und dann ist er die Hosen ausgezogen. Sie stehen mitten in der Wüste und ziehen die Hosen aus. Ja, aber bevor habe ich so gemacht, aber da war eine Wüste, war niemand. Ja. Bloß da war da. So, die Sache mit dem Hemd. Terrence, wir können die Szene ruhig komplett nachspielen. Ja, die Sache mit dem Hemd, Lauch, dann jetzt kommt die Pistole, dann komm. Dann bin ich aufgelaufen und dann, dieser Mann war da und er sagt, das ist Carlo Pedersoli. Piacere. Bud Spencer. Ja, ja. Bud Spencer. Und dann der Regisseur gesagt, die erste Szene, die wir spielen sollen, ist eine Schlägerei. Ja, überraschend. Überraschend, ja. Sehr überraschend. So, ja. So das erste Sagen mit Bud Spencer war eine Schlägerei. Super. So, das heißt, die erste Begegnung mit Bud Spencer war direkt eine Schlägerei. Ich spielte die Katze und hat mir das Spüre im Gesicht. Wir schauen, wir haben sie da, die Szene. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ja. Der erste Kontakt mit dem großen Bud Spencer. Der erste Freundschaft. ja, bitte schön. Wie man so Freundschaft schließt. Ja, hier war das Erfolg von Bud Spencer von oben unten. Da haben gesagt, der Hund muss bloß einen Schlag machen und dann ist die Katze fertig. Okay, weil die Szene endet so, ne? Die Szene endet dann, dass Bud Spencer den Dampfhammer auspackt. Wir haben vielleicht eine Stunde gesprochen, so machen wir nicht, also das haben wir gesehen. Dann Bud Spencer hat er das gesagt, vielleicht gebe ich Ihnen so. Okay. Und das ist die Geburt des Dampfhammers. Ja, Wahnsinn. Ich meine, ich habe Bud Spencer zweimal hier erlebt. Ja, okay. Und ich finde, es war einer der nettesten Menschen, den ich wirklich je begegnet bin. Ja. Und hat auch so liebevoll über Sie gesprochen, sagt immer, es wird immer berichtet, wir mögen uns eigentlich gar nicht. Das stimmt nicht, sondern wir sind wirklich Lebensfreunde geworden. Und das war so ein unglaublich herzlicher Mensch. Und wenn man ihn erlebt hat und heute auch Sie erlebt, versteht man, dass weder er noch Sie auch nur einer Fliege etwas zuleide tun können. Ja, das ist so, oder? Das ist wahr, ja. Vielleicht, in fact, in dem Film, das ich sehe, es gibt eine Szene, wo die junge Frau sagt, ich habe gespielt mit Ants. Und dann ist meine Großmutter gekommen und hat die alle umgeschlagen. So, auch die Ants müssen leben. Ja, genau. Ja. Zwei Pazifisten, die berühmt geworden sind, einfach durch unglaubliche Schlägereien. Und diese Freundschaft hat gehalten bis zum Schluss? Ja, bis zum Schluss. Immer da, wir waren nicht eifersüchtig, wir waren gute Freunde. Wir sind beide sehr simple Männer. Einfache Leute. Einfache Leute und er hat immer gesagt, wenn wir uns getroffen haben, wir sind wieder zurück in die Schule. Jedes Mal einen neuen Film gemacht, das ist wie in Schule. Super. Es war wir haben Spaß gehabt. Wie haben Sie Terrence von seinem Tod erfahren? Wann und wo? Also, das ist so ein Event, das unheimlich ist, weil es hat auch zu tun mit meinem Film. Wir haben gesucht einen Platz, wo ich wollte, dass man sich erinnert, wie mit Hitchcock, weißt du, diesen Haus da drin, sieht man zum Beispiel. Und so endlich haben dieser Szenographer gesagt, für mich das ist ein guter Platz, aber ich wollte immer mehr sehen. Und ich sagte, geh mal noch mehr sehen, weil die Wüste war so groß. Und dann plötzlich hat mein Handy und dann ist Giuseppe, der Sohn von Carlo. Der Sohn von Carlo, hat gesagt, mein Vater ist weggegangen. In diesem Moment. Und da war ich wirklich, wirklich traurig. Aber nach nicht lange, ich konnte eine Freude, konnte es in mein Herz gekommen. Dann habe ich verstanden, das ist der Platz. So, es war the beginning und the end von unserer Freundschaft. Und das ist Wahnsinn.
Carlo hat, also Bud Spencer hat hier erzählt, dass ihr euch gelegentlich zum Pastaessen verabredet habt in Rom. Und ja, er sagte immer, Terence war immer total froh, wenn ich ihn eingeladen habe, weil seine Frau hat ihm keine Nudeln gegeben, damit er nicht dick wird. Das funktioniert. Das ist... Das ist genau die Opposite. Ja. Wir haben immer zusammen gegessen, weißt du, auf dem Set, im Trailer. Er hat eine, die Frau, die das Kostüm machte, aber nicht die Helper, hat um 11 Uhr hat an die Seele eine Trailer. Das will ich heute essen. Ja. Da haben wir immer zusammen gegessen. Und dann haben wir auch, damals war es ziemlich eng, diese Trailer. Da haben wir auch zusammen geschlafen. In dem Wohnwagen, ja. Ja, aber im Wohnwagen. Und dann, aber dann hat er mal gesagt, ich mag das nicht. Du isst mehr als ich und ich werde fertig. Terence, zum Schluss eine Sache würde ich Sie noch gerne fragen. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind ja auch ein Zeitzeuge der Dresdner Bombennacht. Sie sind 1939 geboren und dann in den Wirren des Krieges in die Nähe von Dresden, ein kleiner Ort, der heute gezogen, und haben dort sozusagen aus der Ferne die Bombardierung von Dresden erlebt. Ja, es war, ich kenne noch, dass ich, wenn ich im Keller war und war Himmel ganz rot und dann einer gesagt, der Vater von diesem Kind ist da. Ihr mein Vater? Mein Vater war ein Chemiker und hat in einer chemischen Fabrik gearbeitet in Dresden. Und er, ich will es kurz machen, war auch etwas wie ich vielleicht, aber ich bin wie meine Mutter. Mhm. Und dann hat er für eine Woche nicht gekommen, dann meine Mutters Bruder hat gesagt, jetzt hole ich ihn. Und dann ist mit dem Fahrrad gegangen bei dieser Fabrik und dann hat sich umgedreht und hat gehört. Und dann, was mein Vater war auf dem Baum da, was da, und hat sich gerasiert. Und hat nicht gedacht, dass wir was wollen. Ich sagte, die haben mir gesagt, dass ich hier bleiben soll, die Fabrik zu beachten. Verteidigen und Und aber der Krieg war over. Dass Ihr Vater war da mittendrin und hat dieses Inferno überlebt. Ja, weil wie immer, die Fabriken sind nicht kaputt, aber die Stadt war kaputt. Wahnsinn. Und stimmt es, dass Sie noch jahrelang davon geträumt haben? Ich habe geträumt für bis ich bin heiße Nightmares. Ja, Albträume. Ja, Nightmare, bis ich 25 Jahre war. Von dieser Geschichte? Ja, und so, ich habe in meinen Gedanken, was ist, wenn ich höre heute, dass man Bomben, wie wenn es Wasser schmeißt und die denken nicht an die Kinder, die sind für die ganze Leben verletzt. So, einmal, ich frage immer die Leiter vom Domateo, bitte, bitte schreibe was gegen das Selling, Aufkaufen und Umkaufen den Waffenarm. Also das ist Sie bitten Ding in was es gibt in der Welt. Und ich werde mal Ging gerade ein bisschen schnell, ja. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Sie wirken sozusagen auf die Autoren von Don Matteo, der Paraserie, wirken Sie ein und sagen, schreibt solche Szenen und macht den Leuten immer klar. Immer machen nicht diese Themen. Mhm. Aber wenn ich noch mache, es ist ein Tabu, wenn du das nicht machst, ich mache es nicht mehr. Das sagen Sie so an? Ja, weil es bekam wie ein Spiel. Es ist furchtbar. Ich meine, ich merke jetzt, Sie sind 79 Jahre alt und bis heute geht Ihnen das nahe. Ich bin noch böse. Ja, kann ich verstehen. Nicht an dann, aber heute. Ich bin böse, dass man Geld macht mit einer Waffen. Mit Waffen, die Leute töten. Und dann... Ich habe vorgesessen, ich habe geschrieben für Don Matteo einen Moment, wo er sagt, dass einer hat, was es von meinem Vater gesehen hat, hat eine Mädchen aus einem
aus einem Haus kommen kann, mhm, und ist in ein paar Sekunden ein Skeletor bekommen. Ein Skelett, bekommen. Ja. Ja. Durch die Hitze, ne? Ja, die Hitze. Aber ja, die haben das mir geschnitten. Haben Sie rausgeschnitten? Rausgeschnitten, ja. Es war zu viel. Aber es ist nicht zu viel. Ja, wie schwach sind wir, dass wir das nicht nehmen können? Mhm. Man muss bloß lachen und bloß entertainen. Aber gar nicht Wahrheit. Ja. Es war. Es war. Es ist wahr. Ich habe schon das Gefühl, dass Fernsehen, also auch in Deutschland zum Beispiel, was das angeht, etwas weiter ist mittlerweile. Wir muten uns vieles zu, finde ich, im deutschen Fernsehen. Damit meine ich jetzt nicht diese Sendung, aber andere Dinge. Also auch harte Szenen und solche, auch historischen Stoffe werden in Deutschland sehr viel verarbeitet. Aber es ist wahr, es gibt immer den Trend, einfach nur Spaß zu haben und der nächste Scherz, der nächste Gag, aber bloß nie den Leuten etwas Unangenehmes zuzumuten. Und das finde ich interessant, dass ihr das bis auch immer noch so bewegt und wütend macht. Das erklärt auch ein bisschen, warum Ihr neues Projekt Ihnen eine solche Herzensangelegenheit ist. Sie haben diesen Stoff sehr, sehr lange entwickelt, sehr lange geschrieben, sehr selber dann auch die Regie gemacht. Ganz kurz, es ist ein Road-Movie, ein schöner Film, tolle Bilder. Ja. Und nur ganz kurz, worum geht's? Wir zeigen gleich einen kleinen Ausschnitt. Ja, ich mache keinen Kurs, aber ich will vorher sagen, die Leute, die in den Kino gehen, bitte, es gibt auch eine schöne Schlägerei. Ich habe gemacht wie damals. Ich habe die Schlägerei wie damals gemacht. Mhm. Ich habe Zeit genommen, ich habe 3 Tage gedreht und man macht das nicht mehr. Wenn man jetzt eine Schlägerei, die geben dir vielleicht 4 Stunden. Mhm. Ich habe 3 Tage, aber... Sie haben sich 3 Tage Schlägerei geleistet, ja? Ja. Finde ich gut. Ja. Das habe ich gelassen, ja. Okay. So, ich möchte auch vielleicht Englisch gesagt das sagen. So, it's a story of a man. Es ist die Geschichte eines Mannes. Who, wants an answer to his questions. Der eine Antwort auf seine vielen Fragen sucht. Geht's mit seiner Harley von Umbrien, Italien, bis nach Spanien und den Almerias Desert. In die Wüste von Almeria, ja. Aber er will allein. Aber in dieser Fahrt kommt eine junge Mädchen, nein, die sagt, ich möchte mit, weil ich muss auch sagen. Und er sagt, nein, ich will alleine. Aber sie findet immer einen Trick, dass sie mitgeht. So, der Film hat viele Action, ja, Spaß. Und auch sehr und viel komische, schöne Momente. Und dann wirklich kommen die in diese Desert. Und dann geht es auch, wie gesagt, Entertainment. Aber dann, er findet das, was ein Mann sucht. Das findet man nicht in die Sterne oder in den Desert oder in andere Sachen, aber das, was Mystery ist, Mysterio, man findet es in der Mensch, die von ist. Ja. Aber das sagt man nie in diesem Film. Hoffentlich versteht man das vom Action, vom Szene. Wir schauen mal. Das versteht man schon. Das versteht man absolut. Ja. Es ist ein Film, der eigentlich von einer großen Liebe zum Menschen auch erzählt. Ja, ja. Es ist ein Film, der von jemandem gemacht ist, der Menschen liebt. Ja. So, wir schauen mal kurz rein. Der Schlüssel zu meinem Haus für den Fall, dass ich hier... Was soll der Unsinn? Oh, er hat mir angeboten, mich mitzunehmen. Hilfe! Fährst du Richtung Süden? Ich reise allein. Ich bin nach Spanien, um in der Wüste dieses Buch zu lesen. Bist du ein bisschen verrückt? Seit wann gibt es in Spanien eine Wüste? Eine kleine, aber das wird schon reichen. Was hast du dir dabei gedacht? In der Wüste ein bescheuertes Buch zu lesen, so ein Blödsinn. Kartoffel! Lucia! Wie stellst du dir das eigentlich vor? Ich habe meine eigene Vorstellung von der Welt. Das ist Pegasus, das geflügelte Pferd der Helden. Ja, ich bin nämlich sowas wie eine Expertin in Astronomie. Komm her. Ich habe solche Angst.
Der schönste Augenblick des Tages. Ich freue mich jeden Abend beim Einschlafen darauf. Was ist? Fahren wir los? Ja, wir fahren Richtung Norden. Was machst du denn hier, mein Kleiner? Ich reise allein. Kapiert? Also. Toll. Danke sehr. Ab sofort in den Kinos. Hoffe sehr. Terence, vielen Dank. Hoffe sehr, hab gerade so die leuchtenden Augen so gesehen, dass wir uns noch mal begegnen. Und Sie bleiben natürlich auch für den Rest der Sendung hier. Und freue mich noch mal ganz herzlich, dass Katrin Göring-Eckardt heute Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen in der Sendung. Die gerade Thema Wüste, Frau Eckardt, war so ein bisschen das Thema in diesem Sommer, ne? Ja, als es jetzt wochenlang so heiß war, ist das etwas, wo man als Grüner klammheimlich sagt, guck mal, jetzt verstehen Sie endlich das mit dem Klimawandel? Naja, so wie mein ganz Alter gesagt hat, die Menschen lernen nur durch Schmerzen. Mhm. Aber nein, so, also klammheimliche Freude kann man da nicht haben, sondern man kann sich nur jeden Tag Sorgen darüber machen, wie das weitergeht, weil es ist ja alles. Es ist irgendwie, die Felder sind braun. Mhm. Ich bin heute von Erfurt von zu Hause hierher gefahren und es gab eigentlich kein Feld, was man am Rand gesehen hat, was irgendwie gesund aussah. Mhm. Man merkt, dass das Wasser nicht mehr in Ordnung ist. Man merkt die Erderhitzung insgesamt. Und insofern, das macht mir mehr Sorgen als alles andere. Mhm. Wird plötzlich greifbar. Ist das auch einer der Gründe für den Erfolg, den Ihre Grünen plötzlich da haben? Dass jetzt plötzlich gibt es ein Thema, ein echtes Thema. Ja, das Thema gibt es eigentlich ja schon ganz lange. Ja, und jetzt, wird es sichtbar. Es haben oft viele nicht zugehört. Es gab immer wieder irgendeine Merkel-Regierung, die nichts dagegen unternommen hat, muss man ja sagen, in all den letzten Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vor allen Dingen das Erfolgsgeheimnis ist. Weil dann, wenn es so wäre, dann müssten wir eigentlich weit mehr als 14-15% haben. Weil die Klimakrise ist viel, viel größer als das, was wir jetzt gerade erfassen können. Aber sind Sie in diesem Sommer vermehrt darauf angesprochen worden? Weil man hat wirklich das Gefühl, da kommt jetzt plötzlich etwas ins kollektive Bewusstsein. Ich bin ganz viel darauf angesprochen worden. Also egal, wo ich war, ob ich irgendwie wandern war in der Sächsischen Schweiz oder an der Ostsee oder wo auch immer in Deutschland. Und mich hat sehr beeindruckt eine ältere Dame, die dann plötzlich sagt, naja, wissen Sie was, wir haben ja hier ganz viele Probleme. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, das mit dem Klima, dann müssen wir über alles andere gar nicht mehr reden. Und ich hab Enkelkinder, Sie Urenkelkinder. Ja. Das ist ein Riesentraum. Und gleichzeitig, ich suche hier gerade noch mal nach der aktuellen Zahl. Gleichzeitig ist es so, also 71% der Deutschen sagen in Umfragen, wenn es wirklich dann ans Eingemachte geht, Klimawandel oder Klimaveränderung, das ist wirklich das große Thema. Das ist die größte Angst. Ja. Gleichzeitig jedes vierte verkaufte Auto ein SUV. Hm. Wie passt das zusammen? Ja, überhaupt nicht, können wir einfach sagen. Es passt nicht zusammen. Das Verhalten von vielen Leuten, die sagen, naja, ich kaufe mir das Auto, die anderen werden es schon regeln, das wird nicht gehen. Aber es hat eben auch mit Politik zu tun. Also wenn es möglich ist, dass man SUV fährt und nicht mehr dafür bezahlen muss, als man für die Treibhausgase bei einem normalen Auto bezahlt, dann macht man das eben. Und ich finde, wenn wir es nicht schaffen, wenigstens in Deutschland, in Europa dazu zu kommen, dass die Autos ohne Emissionen auskommen, dass der Verbrennungsmotor Geschichte ist. Das ist ökonomisch ein riesiges Thema, weil es uns Erfolg bescheren wird. Aber es ist eben auch, wenn es um die saubere Luft geht und um das Klima geht, dringend notwendig. Und das, finde ich, das könnten wir doch schaffen in den nächsten paar Jahren. Lass mal ganz kurz wirklich konkret werden, Frau Göring-Eckardt. Also was, weil Politik ist ja immer dann interessant, bin auch gespannt auf die Bewertung dann von Herrn Schümer. Politik ist dann interessant, wenn es wirklich konkret wird. Was fordern Sie an dem Punkt? Also bis im Jahr 2030 lassen wir kein neues Auto mehr zu, was Emissionen ausscheidet. Also ob das Elektroauto ist, also was auch immer. Also ab 2030 müssen Autos mit alternativen Antrieben unterwegs sein. Müssen Autos emissionsfrei unterwegs sein und müssen nichts mehr in die Luft pesten. Wir müssen raus aus der Kohle. Das müssen wir sehr, sehr schnell. Die Klimaforscher sagen das ja sehr klar und sehr eindeutig. Das ist einer der Hauptverursacher neben dem Verkehr. Mhm. Also sehr schnell raus aus der Kohle. Im Moment hat die Regierung wieder mal eine Kommission gebildet. Das macht mich wütend. Noch eine Kommission. Wir wissen, was wir müssen. Wir müssen raus, vor allen Dingen zuerst aus den dreckigsten Kohlekraftwerken. Und das können wir in den nächsten 2-3 Jahren machen. Die dreckigsten 3 wenigstens abschalten. Und wir erleben ja gerade noch was, das Thema Landwirtschaft. Mhm.
Wir wissen, gerade heute ganz aktuell. Gerade heute ganz aktuell ging es über 300 Millionen, ne? Um die Hilfen für die Bauern. Ja. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich bin jetzt in eine Not geraten. Aber die Landwirtschaft trägt natürlich einerseits dazu bei, dass die Klimakrise sich verschärft. Also wir haben keine anständigen Böden mehr, die mit Humus sind, ein bisschen Feuchtigkeit halten, die so eine Dürre auch mal aushalten. Wir haben Pestizide, wir haben eine Landwirtschaft, die das Wasser mit verseucht, nämlich mit ganz viel Gülle. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir sind jetzt in Not geraten, aber auf der anderen Seite so weiter wirtschaften. Okay. Und deswegen gehört dazu andere Landwirtschaft, auch wenn man jetzt erstmal hilft. Wie ernähren Sie all die Leute, die mittlerweile auf diesem Planeten leben? Das geht nun wirklich auch anders. Das wissen wir. Ich meine, wenn man sich das heute anschaut, dann ja, geht es uns hier ganz gut mit unserer Massentierhaltung, weil am anderen Ende der Welt die Bauern nicht mehr selber produzieren können, weil dort Soja angebaut wird oder weil die Regenwälder abgeholzt werden. Also das können wir mit Sicherheit tun, nachhaltig tun und anständig tun. Darum geht es letzten Endes. Ist das etwas, Herr Schümer, mit dem man Politik machen kann, mit solchen Forderungen? Sie haben gesagt, als Sie gehört haben, dass Katrin Göring-Eckardt kommt, freue ich mich drauf, würde Sie gerne mit einigen sozusagen Lebenslügen der Grünen Partei konfrontieren. Ja, also ganz grundsätzlich bin ich ganz auf Ihrer Seite, aber ich sehe dann nicht das Austarierte, wenn Sie zum Beispiel gesagt haben, die Leute, die vor der Klimaveränderung fliehen, die müssen wir jetzt auch noch alle aufnehmen. Andererseits sagen Sie, hier geht auch durch das Klima die Ernährung, die Landwirtschaft zugrunde. Wie soll das am Ende funktionieren? Ich fände es auch gut, wenn in Europa emissionsfrei produziert und emissionsfrei Autos fahren würden. Aber wenn auf der ganzen Welt mit diesen riesigen Geburtenraten überall die deutschen Autos dann fahren können ohne das. Wenn Kreuzfahrtschiffe ohne irgendeinen Filter wie 50.000 Dieselautos in die Luft blasen können und hier in Hamburg oder wo ich wohne in Venedig vorfahren. Ich bin eigentlich hoffnungslos, dass das irgendwas bringt. Es ist ja honorig, dass sie es probieren. Aber ich glaube nicht, dass wenn in Deutschland irgendeine Dieselverordnung kommt, dass dadurch in China oder in Afrika bei der dortigen Verheerung der Welt sich irgendetwas ändert. Wenn wir es nicht probieren. Wenn wir es nicht probieren, wir sind ein reiches Industrieland. Wenn wir uns nicht an die Abkommen halten, die wir weltweit geschlossen haben, das Pariser Klimaschutzabkommen ist ja kein deutsches Abkommen. Das ist weltweit geschlossen worden. Herr Trump zum Beispiel. Und der da aussteigen will, ja. Aber diese Weltgemeinschaft hat sich verständigt, das machen wir gemeinsam. Und im Moment sind wir in einer Situation, wo ausgerechnet Deutschland, das Land der Ingenieure, was ganz viele Ideen hat, das vergeigt. Und das will ich. Ich will, dass wir uns an diese internationale Verabredung halten, weil im Moment sind wir ganz hinten, statt Vorreiter zu sein. Und deswegen sage ich nicht, wir machen mal in Deutschland eine kleine Dieselverordnung oder wir steigen mal in Deutschland ein bisschen aus der Kohle aus. Nein, das machen wir weltweit. Und die Frage ist Deutschland dabei oder ist Deutschland eben nicht dabei? Das können Sie doch gar nicht weltweit, Frau Göring-Eckardt. Das hat die Weltgemeinschaft beschlossen in Paris. Und die haben 20 Jahre darüber verhandelt, Herr Schirmer. Und ich nehme sowas ernst, wenn man verhandelt hat und wenn man Verträge hat. Und ich finde, Verträge muss man einhalten. Und da ich eine deutsche Politikerin bin, sage ich, zuallererst erwarte ich von Frau Merkel, die es unterschrieben hat, dass sie es einhält. Und wenn dann die Leute sehen, die Deutschen schaffen das. Die Lebensqualität steigt im Übrigen. Die übernehmen die Verantwortung für ihren eigenen Lebensstil. Dann bin ich sicher, dann werden andere sagen, aha, ja, stimmt, wir machen das auch. Wir können es mindestens auch. Oder lachen sich möglicherweise kaputt, Frau Göring-Eckardt. Oder lachen sich kaputt. Was ist denn, wenn wir mal sozusagen den Check mit der Wirklichkeit machen. Ich meine, jeder sechste, siebte Arbeitsplatz in diesem Land hängt maßgeblich an der Automobilindustrie. Das ist sozusagen die Schlüsselindustrie in diesem Land. Es gibt nirgendwo einen Bereich, in dem so viele Patente angemeldet werden. Bedeutet, nirgendwo gibt es so viel Innovation wie in diesem Bereich. Wie sollen wir das machen, bis 2030 das so schnell umzudrehen? Sie riskieren ernsthaft Jobs. Und wenn Sie sagen, auch Klimaflüchtlinge müssen wir zumindest drüber sprechen, ob wir die aufnehmen. Also Klimaveränderung kann ein Asylgrund sein. Da wird mir Angst und Bange, wenn ich sowas höre, weil es Projektionen gibt, die sagen, wir werden bis 2050 ungefähr 140 Millionen Menschen haben, die davon betroffen sind. Sollen die dann alle kommen können und ändern sich in den Ländern dadurch? Das ist ja albern, so zu tun. Also erstens, als ob die alle zu uns kommen würden, wollen würden. Und na gut, aber sie gehen dorthin, wo das Klima so ist, dass man existieren kann. Was habe ich gesagt? Warum ist das albern? Es ist albern, wir haben heute schon über 64 Millionen Menschen in der Welt auf der Flucht. Ja. Die allerwenigsten kommen überhaupt in Europa. Aber ein guter Teil an. Versucht, nach Europa zu kommen. Ein sehr kleiner Teil versucht, nach Europa zu kommen. Die allermeisten bleiben in den Anrainerstaaten. Heute haben wir vor allen Dingen Kriegsflüchtlinge.
Und da erlebt man, die sind in Jordanien, in Libanon, wenn sie aus dem Krieg in Syrien fliehen. Die kommen, die allerwenigsten kommen ja wirklich nach Europa. Und so wird es auch sein. Was ich will, ist, dass wir nicht mehr weiter rumlügen. Ich will, dass wir der Wahrheit ins Auge blicken und sagen, Leute, das wird so sein. Durch unsere Art zu leben, durch unsere Art zu konsumieren, durch unsere Art zu handeln, alles politisch bedingt, dadurch werden weiter Menschen in die Flucht getrieben, weil sie dort, wo sie sind, nicht mehr leben können, weil da Wüste ist oder weil da alles überschwemmt ist. Und ich will nicht, dass wir sagen, wir nehmen euch jetzt alle auf, das funktioniert ja gar nicht. Deswegen sage ich, das ist albern, mir zu unterstellen, dass ich sowas gesagt hätte, sondern ich finde... Das habe ich Ihnen gar nicht unterstellt. Sie kennen Heinrich August Winkler, den berühmten Historiker, der sagt, die Grünen leiden unter moralischem Größenwahnsinn. Nein, das hat mit Moral null zu tun, das hat nur mit Realität zu tun. Und je länger wir damit warten, die Klimakrise tatsächlich zu bekämpfen, umso radikaler müssen die Antworten sein. Ich komme mal zur Autoindustrie nochmal, weil Sie das gefragt haben. Also wenn die Autoindustrie so weitermacht und nur auf SUVs setzt und auf dreckige Verbrennungsmotoren, dann werden die Arbeitsplätze wegfallen. Wenn die jetzt sagen, wir haben die besten Ingenieure, wir sind am innovativsten, die Patente, die sind ja nicht angemeldet für Dieselautos. Die sind ja angemeldet für Elektroautos, für Wasserstoffautos und so weiter. Wenn die jetzt sagen, das machen wir, damit werden wir erfolgreich, dann wird es einen neuen Boom auslösen und dann wird die deutsche Autoindustrie erfolgreich sein und dann sind die Arbeitsplätze wirklich gesichert. Und es geht nicht nach hinten. Herr Schümer, Sie wollten gerade... Das klingt alles... Wenn Sie sagen, wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen, dann ist doch, wenn Sie sagen, wir haben jetzt Kriegsflüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Die Leute, die über Lampedusa einreisen, kommen fast alle aus Ländern, in denen kein Krieg herrscht in Afrika. Die fliehen aus Gründen, weil da offenbar der Kriegsgrund nicht zieht, soll es jetzt der Klimagrund sein. Nein. Wie begründen Sie das? Das kann man doch nicht sagen, dass diese Leute alle das Recht haben, in Deutschland leben zu können. Und dafür können dann aus Syrien wieder andere Leute nicht weg. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Art, wir müssen uns teufeln. Je mehr Leute hier ankommen und die Probleme dort in den Ländern, könnte man mit demselben Geld, mit dem man hier jemanden ernährt aus Somalia oder aus Eritrea oder aus Syrien, könnte man dort sehr viel mehr Besseres veranstalten. Da sind wir total einig. Und warum, da sind wir total einig. Und auch das Fliehen übers Meer, was jetzt von den sogenannten Rettern so verherrlicht wird. Am besten wäre doch, es würde gar kein Boot losfahren. Ja. Und das müsste man militärisch verhindern. Und dann könnte man die Leute sich dort aussuchen und sicher rüberbringen. Wenn um die 10-20% elendiglich im Mittelmeer ersaufen, dann kann man sich doch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich fahre da als Retter vor der Küste hin und her und sammle die, die überlebt haben, wieder aus. Das ist doch ein ganz zynisches, mörderisches Rennen, das die Weltgemeinschaft in der Wurzel unterbinden müsste. Also ich finde ehrlich gesagt zynisch, was Sie sagen, weil das auch alles in einen Topf rührt. Also wenn Leute hierher kommen, weil sie zu Hause in Armut leben, dann sind die, bekommen die kein Asyl bei uns. Das finde ich übrigens auch, sollten sie gar nicht bekommen. Ich finde, wir brauchen aber sie können bleiben. Ich finde, wir brauchen ein anständiges Einwanderungsgesetz, dass man weiß, Einwanderung ist für diejenigen, die wir brauchen. Und wenn die in diesem Jahr nicht kommen können, weil sie die Fähigkeiten nicht haben und so weiter, dann kommen sie eben nicht. Und dann werden sie auch gar nicht erst nach Europa unterwegs sein. Aber die hier sind, können immer hier bleiben. Nein, das ist doch Quatsch, Herr Schümer. Sie wissen Sie auch, ich finde nicht, aber dass alle hier bleiben. Aber doch doch so, ist aber doch statistisch so, dass alle Leute, die abgelehnt sind, trotzdem erstmal hier bleiben. Sie haben den Verwaltungsweg und auf die Dauer sind sie dann eben hier. Wir haben einen Rechtsstaat. Wenn Sie den blöd finden, dann diskutieren Sie da nicht mit mir darüber, weil ich bin dafür, dass wir den Rechtsstaat einhalten. In jeder Hinsicht. Ich aber bin tun dafür, wir, aber dass Frau Gürmager, tun wir das? Ist es ein Rechtsstaat, wenn das Gesetz am Ende nicht gilt, dass man als Asylbewerber nicht hierbleiben darf und trotzdem hier ist? Also ich gehöre zu denen, die sagen, beispielsweise, wenn es um die Länder des Maghreb geht. Ja, da wird jetzt immer drüber geredet, sollen das sichere Herkunftsländer sein? So speziell Ihre Partei tut sich schwer damit, ne? Ja, weil zu sagen, das sind sichere Herkunftsländer. Weil ich es lösen will. Sichere Urlaubsländer. Ich möchte gern das Problem lösen. Ich möchte gern, dass die Leute, die hier sind, das sind ein paar Tausend, zurückkehren. Und das mache ich nicht, indem ich ein anderes Schild dranhänge und sage sichere Herkunftsländer, sondern indem ich dafür sorge, dass diese Länder die Leute auch zurücknehmen. Und das macht die Bundesregierung nicht, weil man ein bisschen Symbolpolitik macht. Ich bin vollkommen der Meinung, dass Leute zurückkehren müssen. Aber was ich nicht finde, ist, dass wir sagen, ach komm, wir sorgen mal dafür, dass die Leute in Libyen bleiben. Dort werden Menschen gefoltert, dort werden Frauen vergewaltigt, in Lagern, die als KZ-ähnlich bezeichnet worden sind, ja, von denen, die es gesehen haben.
Lassen Sie mich einmal kurz ausreden. Von denen, die es gesehen haben, und da sage ich nicht, die zwingen wir jetzt mal mit militärischen Mitteln, dass sie dort weiterbleiben. Das mute ich keiner Frau zu, das mute ich keinem Mann zu, sondern ich sage, das geht nicht. Wenn Libyen so handelt, dann können die kein Partner dafür sein. Und dann kann ich auch nicht Leute zwingen, dorthin wieder zurückzukehren. Das finde ich zynisch. Aber die locken die Leute nach Libyen, indem dort die Boote abfahren. Wenn die Boote dort nicht abführen, würde gar keiner nach Libyen kommen. Was ist denn mit Libyen? Das ist doch auch zynisch. Libyen ist ja das eine Thema. Aber warum tun Sie sich, Ihre Partei, sich so schwer mit Tunesien, Marokko und auch Algerien? Ich tue mich nicht schwer damit. Also ich finde, wenn das alles das, was da jetzt passiert ist, zum Beispiel um diesen mutmaßlichen, so muss man es bestimmt formulieren, Leibwächter von Osama bin Laden, dieser Sami A. Wenn Tunesien ein sicheres Herkunftsland wäre, hätten wir das so nicht erlebt. Das ist ja keine mehr zu erklären. Ja, finde ich auch. Also, geht Ihnen das auch so? Da sind wir uns einig. Das ist niemandem zu erklären, wieso ein Gefährder in Deutschland nicht als Gefährder behandelt wird und nicht beaufsichtigt wird und so weiter. Und ich wünsche mir sehr, dass wir den Mann nicht mehr in Deutschland haben. So. Aber ich sage auch, ich bin mal für einen Rechtsstaat auf die Straße gegangen. Und das gilt eben leider, auch wenn es mir nicht passt. Das verstehe ich. Und das gilt in diesem Fall. Aber das sichere Herkunftsland bringt halt nichts. Naja, wenn es ein sicheres Herkunftsland wäre, dann könnte man ihn dorthin einfach abschieben und die Sache ist erledigt. Könnte man eben nicht, weil... Ja, wenn du aus einem sicheren Herkunftsland kommst, dann kommst du aus einem Land, in dem man leben kann. Das haben wir dann so definiert. Es ist so definiert und trotzdem muss das Land natürlich die Leute auch zurücknehmen. Und das machen die Maghreb-Staaten nicht. Und deswegen sage ich, das ist das Versagen der Bundesregierung, dass sie diese Verhandlungen nicht führen, weil ich möchte, dass diese Menschen, die ausreisepflichtig sind, so schnell wie möglich in diese Länder zurückkehren müssen. Warum kriegen wir das nicht hin? Wir kriegen es nicht hin, weil wir eine Bundesregierung haben, die mit diesen Ländern nicht hart verhandelt. Es ist relativ schlicht, weil die sagen, Tunesien ist ja zum Beispiel so ein Land, wo man hofft, dass die irgendwann mal demokratische Verhältnisse haben, wo sich viel entwickelt, was positiv ist. Und die sagen, was wollen die gerne? Die wollen gerne, dass erstens Geschäftsleute Visa kriegen und zweitens, dass Studierende hierher kommen können. Das kann nicht so schwierig sein. Und deswegen möchte ich eine Regierung sehen, die da jede Woche hingeht und sagt, ja, wir reden mit euch über Hilfen, wir reden mit euch über Visa, aber dann müsst ihr die Leute, die eure Staatsbürger sind, sehr schnell zurücknehmen. Das erwarte ich, weil ich auch nicht will, dass die hier sind. Punkt, aus, Ende. Herr Schümer. Frau Göring-Eckardt, ich kann Ihnen eins prophezeien. Wenn es Ihrer Partei in irgendeiner Weise gelänge, klarzumachen, dass die straffälligen Leute, die sich in irgendeiner Grauzone von Legalität und Illegalität hier befinden, schnell und effektiv wieder zurückbefördert werden, woher sie kommen. Und gar nicht erst dazu kommen, hier Straftaten zu begehen. Und wenn sie kleinere, mittlere, hoffentlich noch keine größeren begangen haben, rauskommen. Dann würde das der Integration der ganz vielen, die hier hervorragend sind, die integriert sind, die mitmachen wollen, sehr viel weiterhelfen. Wenn die Leute immer wieder hören und sind die Hände gebunden, da konnte man nichts machen. Und die Polizei, der Sie jetzt sagen, die haben diesen Mann ja in Offenburg rumlaufen lassen, die haben sehr, sehr viel zu tun in Offenburg. Die können nicht jedem Menschen... Die sind übrigens auch zu wenige. Die Tasche, Sie meinen, wir brauchen mehr Polizei, mehr Überwachung. Das ist ja ein ganz tolles Thema. Nein, wir brauchen in Deutschland... Entschuldigung. Das ist ja super. Das finde ich aber gut. Wir brauchen mehr Polizei und die Polizistinnen und Polizisten müssen besser bezahlt werden. Die schieben massiv Überstunden vor sich her und das ist eine richtige Katastrophe. Unter anderem dafür und unter anderem, um Gefährder zu bewachen. Aber ja, wir sind uns völlig einig. Ich finde, deswegen habe ich übrigens verhandelt mit der Bundesregierung darüber, vor 2 Jahren, vor einem Jahr, dass diese Rückführungen schneller passieren. Das wollte die CSU dann nicht so gerne, weil sie fanden, das ist ein super Wahlkampfthema, dass man sagt, das wollen wir gerne, aber also die anderen wollen es nach nicht. Nach meinem Wissensstand haben die Grünen im Bundesrat das verhindert, weil diese nordafrikanischen Länder keine sicheren Herkunftsstaaten sind. Da haben sie sich nicht weit genug informiert, weil wir haben am Verhandlungstisch... Ich merke gerade, dass Sie die Regierung zu links finden und rechts davon gerne mehr Law and Order. Wir haben am Verhandlungstisch gesessen und irgendwann haben die Unionsländer gesagt, wir verhandeln nicht mehr weiter. Und der Ministerpräsident übrigens von Sachsen-Anhalt, Herr Haselhoff, der nicht meiner Partei angehört, sondern der CDU, hat irgendwann gesagt, hättet ihr mal weiter mit den Grünen verhandelt, dann hätten wir das mit den Maghreb-Staaten schon längst erlebt. Das ist eine super Rampe jetzt, Frau Göring-Eckardt. Das heißt, wenn in Bayern demnächst Landtagswahlen sind, sind Sie der natürliche Koalitionspartner von Markus Söder. Ich jetzt nicht. Nein, aber Ihre Partei. Der natürliche, wieso? Wie kommen Sie darauf? Ja, naja, nach allem, was ich gerade gehört habe, mehr Polizei, mehr Kontrolle und so weiter. Rückführung, schnelle Rückführung. Schnelle Rückführung. Herr Seehofer applaudiert. Und die Umfragen, ich mal ganz ernsthaft gefragt, hätten Sie sich das mal träumen lassen, dass Sie möglicherweise in Bayern demnächst genau in dieser Situation sind? Die Umfragen geben ja genau das her.
Ihre Kandidatin dort, eine 33-jährige, sehr erfrischende Kandidatin. Schulze. Katharina Schulze, genau. Die übrigens sich sehr viel mit Innenpolitik beschäftigt. Genau. Und von einer Polizeistation zur nächsten läuft, nur weil Sie so erstaunt sind, Herr Schirmer. Ja, ja, das stimmt. Ja. Fährt auch mit Polizeiteams genau. mit und so weiter. Die haben auch grün früher als Uniformfarbe gehabt. Das passt ja nicht. Haben Sie noch ein Klischee? Der war gut. Das heißt, es könnte bald zu dieser Situation kommen. Wären Sie dazu bereit als grüne Partei? Also, unsere bayerischen Grünen haben das sehr klar beantwortet. Ja. Die haben nämlich gesagt, mit diesem Söder und dieser CSU wird man es nicht machen können. Das ist relativ schlicht. Und das wissen wir ja auch alle. Aber ich sage Ihnen was anderes. Ja. Ne? Also Sie machen es nicht, Sie schließen das aus? Mit diesem Söder und mit dieser CSU. Das muss ich auf jedes Wort achten, das ist ja, Sie sagen. Das müssen Sie machen. Das okay. ist ja, Sie sind ja Journalist. Nicht mit dem Söder, das. Sondern mit diesem Söder. Das heißt, mit einem anderen Söder würden Sie es machen? Ist doch klar, wenn man in eine... Ja. Ja, ist richtig. Wer hat das jetzt verstanden? Ich habe das Spiel verstanden, oder? Ich fände es würden Sie es mit einem anderen Söder machen? Ich fände es ziemlich spannend, wenn wir in Bayern eine CSU erleben würden. Wenn der Söder sich ändern würde? Die eine andere Klimaschutzpolitik machen muss, eine wirklich andere, ja. die mit Artenschutz zu tun hat, die mit einer anderen ja. Landwirtschaft so etc. Aber das machen die doch auch. Wenn wir in Bayern eine CSU erleben würden, die plötzlich findet, dass Humanität und Ordnung in der Flüchtlingspolitik zusammengehören und sich nicht ausschließen. Ja. Und ich fände es ziemlich spannend, wenn wir in Bayern eine Situation erleben würden, wo die CSU nicht mehr die absolute Mehrheit für sich gepachtet hat, das nicht mehr passieren. Glaubt, das Land ja. gehört ihnen, sondern wenn eine progressive Kraft, das ein Überwachungsgesetz wie das Polizeiaufgabengesetz, Komma, dann total sind wir ablehnt, der perfekte dann Partner. Ist es super spannend für dieses Land. Und ich wünsche mir das, und ich wünsche es nicht nur mir, sondern ich wünsche es auch den Bayern, dass endlich mal eine progressive Politik da passiert und dieser Söder nicht mehr das machen kann, was er will. Und übrigens auch Herr Seehofer dann nicht mehr derjenige ist, der bestimmen ich frage kann, jetzt die was ganze, in Bayern passiert. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, Sie reden jetzt schon seit ungefähr 40 Sekunden und frage mich die ganze Zeit, ist das ja, ein Dementi? Sie haben es verstanden, glaube ich. Ich bin noch nicht sicher. Ist das ein... Also Sie, das heißt, mit einem anderen Söder würden Sie es machen, ja? Ich kann nicht so ganz gut beurteilen, ob der Söder anders kann. Ja. Das sagen Sie. Kennen Sie den? Ich kenne den, ja. Aber das sind doch alte Kamellen. In Berlin war man sich doch schon einig. Da ist es doch an der FDP gescheitert. Da werden Sie doch eh mit der CSU ins Boot gestiegen. Trotzdem ist es in Bayern natürlich noch mal was Spezielles. Also da wird man sich doch wohl zusammenraufen können. Das ist doch... Da kommt doch keine FDP dazwischen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt reinkommen in Bayern, ja. aber dem Land Bayern und der Republik würde es schon sehr gut tun, wenn Sie da was dabei Frisches, wären. Was Progressives passiert und wenn über die Probleme mal geredet wird, die es wirklich gibt und nicht über irgendwelche okay. Scheinprobleme. Die Herr Sieht Söder den Grünen hat. Die Lederhosen an. Ja, ich spüre das. Also Katharina Schulze macht jeden Auftritt, nee, nicht jeden, aber den viele im Auftritte im Dirndl. Ja, ja. Also ich spüre ja. Ich spüre Liebe zwischen Liebe Ihnen zwischen beiden und auch zwischen Ihnen und dem anderen Söder. Zwischen da spüre ich. Da geht einiges. Danke sehr herzlich. Vielen Dank, Frau Köhring-Eckardt. Spannend auf jeden Fall, oder? Ja, finde ich. Politik war selten so spannend wie im Moment. So, und spannend ist das Stichwort. Bei uns sitzt ein junger Mann, der sich für Politik interessiert, Leon Löwentraut, oder sagt, nee, ich muss malen, ich habe keine Zeit für sowas. Ich interessiere mich schon sehr für Politik, aber ich glaube, das ist als Künstler besser, wenn man da sich ein bisschen raushält und vielleicht die Meinung nicht überall kundgibt. So, kann man das? Muss man nicht als Künstler auch irgendwann politisch auch mal Farbe bekennen, Spitzenwort? Ja, doch, ja. bestimmt. Aber da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja gerade erst 20. Also muss ja auch noch viel erleben und auch noch meine Meinung richtig bilden. Ja, das stimmt. Also, wir schauen mal kurz rein, um zu verstehen, wer du bist, was du machst. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag das, dieses total besessen sein von etwas. Das ist ja im Grunde das, was wir bei Terence Hill eben auch bei ihr gehört haben, ja, so diese Leidenschaft, einfach zu brennen für das, was man tut. Ob man es gut findet oder schlecht, was ganz anderes, aber wirklich dafür zu brennen. Und das wird klar, wenn man diese Geschichte auf Mallorca sieht. Normalerweise läuft doch eine Ausstellungseröffnung so, dass irgendwann gibt es eine Uhrzeit, 20 Uhr geht's los, dann gehen die Leute da rein in die Galerie und dann schaut man sich ein bisschen um und dann kommt vielleicht noch der Künstler und dann reicht man sich 5 Häppchen und dann erzählt man sich 5 schlaue Sachen und dann gehen alle wieder halb betrunken nach Hause. Genau. Bei dir ist das anders. Es gab nicht Wasser. So, pass auf, hier sind die Bilder zu dieser Ausstellungseröffnung. So, was machst du da?
Genau, das war jetzt kurz vor der Ausstellung in Palma gewesen, wo ich dann den Mantel angezogen habe. Also ich habe so ein paar Sachen, die ich halt immer wiederhole, auch bei den Ausstellungen zum Beispiel, also immer einen Zweireiher tragen. Das ist zum Beispiel etwas, worauf ich halt einfach stehe. Und ich komme auch immer mit einem anderen Oldtimer an. Da fand ich das ganz lustig, mit einer Kutsche vorzufahren. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall die größte Ausstellung, die ich hatte dieses Jahr. Das war auch wirklich ein tolles Event. Und ich finde es halt einfach unheimlich wichtig, weil genau, wie du das gerade auch beschrieben hast, dann kommt man in eine Galerie rein oder noch heftiger ist es ja im Museum, wenn es um Langeweile geht an sich. An die Kunst denkt man ja viel irgendwie, es ist langweilig, dann gehen die Eltern mit ihren 12-, 13-jährigen Kindern irgendwie ins Museum. Die sitzen in der Ecke, zocken Doodlejump und finden alles langweilig und warten nach 3 Stunden, bis sie nach Hause gehen, wird zu Abend gegessen und am nächsten Tag ist dann wieder Schule und das ganze Wochenende war langweilig. Und das ist halt einfach nicht meine Intention, wie ich an die Kunst rangehen möchte. Weil man muss ja überlegen, es hat schon alles an Kunst gegeben. Es hat wirklich schon alles gegeben. Aber trotzdem sagen die Leute zum einen, meine Bilder sind einzigartig, was mich natürlich absolut stolz macht. Ja. Aber zum anderen habe ich auch gesagt, nein, ich will nicht, dass die Kunst so langweilige Emotion einfach verspüren lässt. Und deswegen habe ich auch gesagt, nein, also wenn ich eine Ausstellung mache, dann muss da Action sein mit rotem Teppich, man muss vorgefahren kommen. Es muss für die Leute sein wie ein Event, wo die denken, wow, sowas haben wir in der Kunst noch nie erlebt. Ja, und bei der jungen Frau hier hat es ja auch funktioniert, ne? Ja, genau. Ne? Ja, das stimmt. Super. Wie wichtig ist denn Leon? Ich finde das toll, ich mag das, weil allein die Vorstellung, dass da draußen stehen dann dutzendfach Millionäre rum, die alle, das weiß ich nicht, ich kenne deren Kontostände nicht. Ja, ich hab gehört, dass da ein paar interessante Leute waren, irgendwie, die sonst die 30 Millionen Yachten haben, die dann da draußen irgendwo auf dem Meer rumdümpeln. Und die versuchen dann halt natürlich solche Bilder zu kriegen, weil man ja auch in so einer Welt lebt als Künstler, als junger Künstler. Du hast das selbst mal in so einem Interview ungefähr so erklärt. Du sagtest, da gibt es Menschen, die haben das 27. Auto, die 5. Wohnung, das 6. Haus. Die 4. Frau. Die 4. Frau, sagt Herr Schümer. Sind gelangweilt. Dann kann es vielleicht aber auch woanders teuer werden, dass dir das Geld nicht für meine Kunst reicht. Ja, aber wenn dann immer noch was übrig ist und man nicht weiß, wohin mit dem Geld, dann investiert man plötzlich in Kunst. Das heißt, man läuft ja auch Gefahr, in so eine ganz bestimmte Welt einfach reinzukommen, wo Kunst ja, das ist immer mein Problem damit, nicht das Geld, aber du kommst sozusagen in so eine Welt rein, in der Kunst nicht mehr geliebt wird, der Kunstwillen, sondern als Spekulationsobjekt. Ja, also ich sehe das eigentlich so, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Boot kauft oder man kauft sich ein Haus, da wird ja auch irgendwo der Preis festgemacht an der Lage des Hauses, wie aufwendig ist das Haus gebaut, aus welchen Materialien. Genau das Gleiche mit dem Boot, was ist alles darin enthalten, wie lang ist das Boot. Und das sind halt einfach so Sachen, die einen Preis bestimmen. In der Kunst ist das ja ganz, ganz anders. Da spielt einfach dieses subjektive Empfinden und das Gefallen an Kunst die größte Rolle, weil Leute so viel bereit sind, dafür zu bezahlen, wie die Kunst für sie wert ist. Exakt. So, und deswegen kommen halt so Preise zustande wie 127 Millionen oder auch für den Da Vinci jetzt 450 Millionen. Ein Picasso für über 90 Millionen. Das Jean-Michel Basquiat hat in New York jeglichen Rekord geknackt. Das war ja auf jeden Fall sowas, hat es ja in der Kunst in diesen Extremen selten gegeben. Und das ist halt dieses Bild hier, ne? Das ist der Da Vinci für die 450 Millionen, ne? Genau, Stimmt es, dass der noch schlecht restauriert ist irgendwie? Den hat er irgendwann mal einer drüber gepinselt, weil er dachte, den muss man sauber machen? Weiß ich nicht, könnte man ja vielleicht mal Beltracchi fragen. guter Hinweis. Der berühmteste Fälscher dieses Landes in jedem Fall, ja. Und nebenbei war auch ein toller Maler, ne? Also richtig guter Maler. Ja, doch, also was der gemacht hat, das macht man, glaube ich, nicht so einfach nach. Nee, das ist wahr. Wir haben ein paar Bilder auch gesehen. Vielleicht können wir die mal kurz zeigen, ob man dich sieht, wie du wirklich in Singapur oder auch in New York teilweise unterwegs bist. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man 20 Jahre alt ist, aus dem Großraum Düsseldorf kommt und sagt, ich habe es jetzt irgendwie geschafft? Also für mich habe es für mich persönlich noch lange nicht geschafft. Also ich bin noch lange nicht da, wo ich mal stehen möchte. Für mich ist das einfach so, ich habe ja schon sehr, sehr früh angefangen zu malen. So mit 7 hatte ich so die ersten Berührungen mit Kunst, habe früher viel mit meiner Mutter zusammen gemalt. Und für mich war das einfach so, dann auch als dann
auch mein Vater, mein Manager wurde irgendwann und wo das alles mehr wurde, das wurde ja dann Tag für Tag haben wir dafür gearbeitet oder es war ja meine Passion. Ich habe wie ein Besessener, wie du schon gesagt hast, gemalt und hatte immer nur im Kopf, ich will einer der berühmtesten Künstler der Welt werden. Und das wolltest du, das war der Plan. Ja klar, ich meine, wenn man mit einer anderen Einstellung da reingeht, dann braucht man es doch gar nicht erst versuchen. Ist das wenn gut? Jetzt jeder sagen würde, ja ich kann doch sowieso nicht berühmter als Picasso werden oder als Basquiat oder Mondrian, Matisse, wie auch immer, dann braucht man doch gar nicht erst anzufangen. Natürlich ist es eine Passion und ich liebe das Malen und ich brenne dafür. Es ist für mich wie Luft zum Atmen. Ja, so, ja. Aber natürlich, wenn man jetzt einen Künstler fragt und der sagt, ja, ich möchte ja nur malen, weil es mir gefällt und weil ich darin aufgehen kann, aber beruflich, nein, möchte ich das nicht machen, da will ich was anderes machen. Ist mir nicht wichtig, ob ich damit Kohle verdiene. Das ist doch alles geschauspielert. Das kann man doch nicht abkaufen. Ist weltfremd, ja? Ja, und deswegen ist es einfach ja, meine Passion immer gewesen. Es ist immer noch so und ja. Ich male. Wie kommt denn diese klare Haltung, die ich ehrlich gesagt gerade sehr mag, wie kommt denn das in der Kunstszene an? Da mache ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken. Aber es gibt auch immer wieder dann auch Kritik. Leute, die sagen, der war auf keiner Kunstschule. Bist abgelehnt worden, glaube ich, auf der Kunstschule. Ne? Ja. Aber so wie viele andere große Künstler auch. Ne? Ja. Wir haben hier einmal pro Woche einen berühmten Schauspieler sitzen, der auch es nicht auf die Schauspielschule geschafft hat. Ja. Also ist der Klassiker. Also ich finde, das sollte man auch nicht daran festmachen, weil es ist ja ein Gefühl, was von einem selber rauskommt, wofür man brennt. Und ich liebe ja die Malerei und für mich würde es nichts anderes geben. Und deswegen sehe ich es nicht ein von mir. Also mir von anderen sagen zu lassen, was ich zu malen habe und was ich nicht zu malen habe. Und halt, ich kann mir das nicht verstehen. Das sind andere Leute, die wollen mir verbieten zu malen oder sagen, nee, das ist doch keine Kunst. Mit welchem Recht sagen die das? Ich meine, es ist ja auch bekannt, dass du sehr, sehr gerne fotografierst und auch in Grönland und so unterwegs bist. Und was würdest du machen, wenn jetzt irgendein x-beliebiger zu dir kommen würde und sagt, nee, Fotos machen ist nicht. Das ist keine Kunst, das ist keine Leidenschaft, das hat mit irgendwie, das ist sinnlos. Wie würdest du darauf reagieren? Es ist nicht wichtig, ne? Ehrlich gesagt, oder? Wenn niemand sowas. Ich habe ja auch verstanden, also das Geld ist ja das eine, ne? Dass man damit Geld verdient und dass einem dann auch schwindig wird. Genau, wenn man dann plötzlich erlebt, dass die eigenen Bilder für 100.000 dann plötzlich verkauft werden. Aber ums Geld geht es doch gar nicht, ne? Wenn man mit sowas anfängt. Das Geld ist doch zunächst mal komplett zweitrangig. Wenn man mit sechs Jahren anfängt zu malen, gab es dann irgendwann so den Punkt, in dem du wusstest, so, und jetzt mache ich nur noch das. Also der Punkt war irgendwann da, wo ich dann gesagt habe, ich will nichts anderes machen. Das war so mit 12, 13 Jahren. Mhm. Aber und was hast du dann dafür getan, um es wirklich auch zu schaffen? Weil den Willen haben ja zunächst mal viele. Ja? Viele Leute wollen irgendwie, keine Ahnung, reich und berühmt werden. Das wollen sie ja alle. Aber ich habe mal gesagt, wie bringst du die Kunst wirklich an den Mann? Mhm. So, wie kannst du es veröffentlichen und wie sehen die Leute deine Sachen, damit ich natürlich auch repräsentiert bekommen, sozusagen wie die Meinungen der anderen. Aber du warst ein Schüler. Ich war ein Schüler. Und meine Zeit habe ich so damit verbracht. Ich habe halt in den 5-Minuten-Pausen, war ich nicht in der Cafeteria oder so, wie alle anderen, oder in 20-Minuten-Pausen. Das war für mich purer Luxus, weil da konnte ich längere Telefonate führen. Bin draußen auf den Schulhof gegangen und habe alle Leute angerufen, alle Redakteure. Ich habe im Internet nachgeguckt, welche Redaktionen gibt es, so welche Zeitungen. Ich habe die Bild-Zeitung sehr, sehr früh angerufen und die haben erstmal gar nicht gewusst, so wer ich bin, ist ja klar. Und habe denen aber gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es genau die Zeitung war oder ob es eine andere war. Auf jeden Fall habe ich zu denen gesagt, hör zu, also ich bin jetzt ganz, ganz am Anfang. Ich hatte erst eine Ausstellung oder so gehabt, da war ich 15. Und habe dann aber, bevor das dann so angefangen hat, denen gesagt, jetzt bin ich noch nicht bekannt als Künstler oder eher gesagt, meine Gemälde sind noch nicht so bekannt. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, ein Interview mit mir zu machen. So, aber wenn ich in 10 Jahren... Aber wenn ich in 10, 15, 20 Jahren im MoMA hänge und ich habe gesagt, vor dem 30. Lebensjahr will ich, dass ein Gemälde von mir im Museum of Modern Art in New York hängt. Das ist ein Traum, da werde ich auch dran arbeiten. Und das wird alles schon gut laufen.
habt ihr wiederum die Möglichkeit, mich zu interviewen, wenn ihr jetzt auch ein Interview mit mir macht. Sehr clever. So. Also ja, quasi, du kaufst quasi Interviewanteile, kaufst du. Verkauf. Ne? Kaufst Aktien. Nein, ich glaube, ich habe eine Anleihe auf ein Interview. Aber so. Ist es hier auch so gelaufen? Was heißt hier so gelaufen? Also haben Sie ihn jetzt vor 10 Jahren schon mal irgendwie? Nein. Na, ehrlich gesagt nicht. Deswegen bin ich überrascht, dass er gekommen ist. Aber er hat netterweise heute gesagt, ach, Schwamm drüber. Ich meine, die Chuzpe musst du dir mal vorstellen. Du bist ein Nichts und Niemand und rufst einen in einer Kunstredaktion im Feuilleton bei Herrn Schümer zum Beispiel mit 15 an. Ich hätte ihn nie angerufen. Ja, Fehler. Ja, ich wäre korrupt, aber es hat noch niemand den richtigen Preis geboten. Ja, Herr Schümer, Sie sind vielleicht nicht wichtig genug. Ja, das ist es. Merke ich gerade. Ne? Merke ich gerade. Und ruft dann dort an und sagt, pass mal auf, wir können noch dran arbeiten. Ja, okay, ich bin immer noch ein Nichts und Niemand, aber du könntest jetzt ein Interview mit mir haben. Das muss man sich mal trauen. Ja. Julian, wann hast du gemerkt, dass das, was du dir vorgenommen hast, Kunst ist ja auch immer die Frage der Rezeption. Also wie kommt sozusagen das, was ich dort male, wie verstehen die das und kapieren die, dass das etwas ist, was einzigartig ist, was nicht einfach beliebig kopierbar ist, was nicht einfach ein MeToo-Produkt ist, um es mal so zu formulieren. Wann hat es da Klick gemacht? Wann hat es Klick gemacht? Also die Frage ist jetzt, wie haben die Leute irgendwie das Gefallen gefunden zu verstehen? Die Kunst auch sich daran irgendwie zu gewöhnen, weil sie damit vertrauter wurden? Und das genau, und sich daran auch zu erfreuen, ja, zu verstehen, okay, dass da eine Einzigartigkeit drin ist. Also ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die was mit Erfolg zu tun hat irgendwo, wenn man sowas geschafft hat. Und ich glaube, dass sowas einfach viel, viel schneller kommt, wenn man nicht an den Erfolg denkt, sondern halt wirklich einfach malt, was einem selber gefällt und diese ganze Energie da rauslässt. Und ich hatte ja versucht, ich wusste ja nicht die Meinungen über meine Bilder vorher und hatte dann aber nach und nach dann immer mehr Ausstellungen auch gehabt. Und die Leute, ich wusste ja nicht, dass das so kommt, aber die kamen zu mir und haben auch gesagt, also Leon, ich habe selten so einen Kunststil irgendwie gesehen und das ist einfach, das ist großartig und hat es wirklich gefallen. Und das hat Emotionen auch in den Leuten ausgelöst. Und die haben gesagt, wenn ich diese Bilder sehe oder geschweige denn, wenn sie eins zu Hause hatten und ich stehe auf und ich sehe das Bild, mein Tag ist schon viel, viel besserer. Mhm. Also es erfreut mich lediglich und ich habe da so eine Lust und Laune dran. Und das ist etwas, was mir auch viel zurückgibt. Ich meine, es gab mal einen, der hat mir auf Facebook geschrieben, das ist aber schon ein paar Jahre her, der war suizidgefährdet und hat dann auch gesagt, dass er meine Bilder gesehen hat und dass er wieder eine gewisse Freude am Leben verspürt hat. Und das war für mich definitiv eines der größten Komplimente, die ich je bekommen habe. Mhm. Weil da eine Kraft auch drin ist. Wie malst du, Leon? Wir haben hier ein Bild, das mal so ein bisschen zeigt, wie das passiert. Ja. Also ich male eigentlich an der Wand und auf dem Boden, selten auf der Staffelei, weil ich gehe halt mit sehr viel Wucht drauf und dann ist auch die Gefahr etwas größer, dass dann auch die Staffelei umfällt oder so. Und deswegen mache ich dann viel mit dem Pinsel. Oft wird ja gesagt, ich male nur aus der Tube, das stimmt ja überhaupt nicht. Mache das meistens an der Wand oder halt auch so Vorzeichnungen mit verschiedenen Kreidesorten und genau, das jetzt. Und du hast genau im Kopf, was du da jetzt malen willst? Ich mal so. Also ich habe halt gewisse Ideen, aber das ist ja das Tolle an der Kunst. Es wird letztendlich immer anders, als man das so plant. Aber wenn man dich da sieht, ne, total, wirklich besessen ist das. Du malst bis zum Exzess, bis du nicht mehr kannst? Ja, das ist wirklich teilweise richtig krass, weil ich habe natürlich auch so eine Couch dann im Atelier, da sitze ich aber selten drauf, weil ich halt die ganze Zeit am Malen bin. Und meistens ist das so, wenn ich so gegen 10, 11 Uhr anfange zu malen, dass abends, ich halt die ganze Zeit. Abends. Ich male meistens nachts zu 90%. Und wenn ich dann die ganze Nacht durchmale und teilweise so um 6, 7 Uhr dann merke, okay, du schwächelst so ein bisschen und ich setze mich hin, dann merke ich eigentlich, wie sehr ich geschwitzt habe beim Malen und wie diese ganze Energie so rausgekommen ist und ich das projiziert habe auf die Leinwand. Deswegen, auch wenn ich mit der Tube letztendlich draufgehe, ist das dann auch
immer auf dem Boden, weil die sonst auch zerlaufen würde, weil sie wirklich verdammt fett da drauf ist. Und ja, das ist das Schöne einfach, wenn man die Bilder im Original sieht, weil man sieht dann die Haptik, man sieht die Tiefe und so weiter, was die Kunst ja auch irgendwo ausmacht. Auch wie pastös oder pastös genau, das richtig, ist, so ja, wie dick sozusagen ja, da die Farbe rauskommt. Ja, ja. Großartig. Was sind die nächsten Pläne? Wo geht's jetzt hin? Die nächsten Pläne sind im Ferragamo-Museum in Florenz. Dann geht es auch nach Rom. Nächstes Jahr ist in Kopenhagen eine große Ausstellung. Auch Martin Esbeck Gallery, die auch zu einer der besten zählt. Dann bei Goya und Goya Art, wo ich auch unter Vertrag bin. Das ist auch wieder nächstes Jahr die Soloshow in Düsseldorf. Ist nicht ganz so weit weg. Mhm. Ja, und dann China, Russland sind wir dran. Ja. New York nochmal, da sind wir immer wieder. Und genau, ja. Und für uns jetzt alle, die wir jetzt kurz überlegen und sagen, wäre das ein gutes Investment? Was müssten wir für ein Bild? Weiß ich nicht. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. In erster Linie ist es wichtig, dass die Bilder Was kostet gefallen. Das günstigste Bild von dir? Das günstigste, also ich spreche nicht so gern über die Preise, so jetzt, das sollte man vielleicht... Also ich meine, für uns Freunde würdest du es so machen, das verstehe ich schon, aber... Ja, logisch, aber, ich meine, das ist ja was ganz anderes. Na, aber... Aber es gibt ja, ihr macht ja, nur ganz kurz, damit das, weil es, dieser ganze Kunstmarkt ist ja auch wirklich spannend, es gibt ja diese Lithografien, das heißt, da gibt es eine bestimmte Auflage, ne? Genau, richtig. Die ihr anbietet. Ja. Und, aber wenn man jetzt ein Original mal haben will, also ein einzigartiges Stück, das es nur einmal gibt, Acryl, Öl, was auch immer, ja, was muss man dann ungefähr anlegen für einen echten Löwentraut? Ja, das ist so zwischen, ich sag jetzt mal so 15 und 55.000 ungefähr, aber ja, das ist in New York. In New York war alles ruckzuck ausverkauft, ne? Nicht nur New York. Ja, aber das ist schön, das ist ja eine Anerkennung einfach, ja, die ich bekomme dadurch. Ja, die Leute, die stehen auf die Kunst und das erfreut mich ja. Die wertschätzen das, was ich mit meinen eigenen Händen erschaffe. Ja, es richtig. Gibt auch kein schöneres Gefühl. Ist richtig. Und hast du das Gefühl, letzte Frage, Leon, du bist künstlerisch schon da, wo du eigentlich hin willst? Oder sollten die eigentlich alle noch ein bisschen warten, weil du in 10 Jahren so weit bist? Also darüber mache ich mir nicht so einen Kopf. Aber ich weiß genau, dass Leute wie du, du hast das im Gefühl. Du weißt ganz genau, dass da noch was kommt oder ist das sozusagen... Da kommt da noch was. Ja. Logisch. Also ich bin noch lange nicht da, wo ich mal stehen möchte. Ja. Und ich bin aber so ein Mensch, ich setze mir schon etwas größere Ziele, aber trotzdem realistische Ziele. Mhm. Also ich bin jetzt keiner mit so kleinen Schritten, das ist nicht so mein Ding. Aber so, es muss halt schon sehr, sehr realistisch sein, aber es können schon große Schritte sein. Also wenn man jetzt so eine Ausstellung auch mal miterleben möchte, das ist halt immer was ganz anderes, wenn man dabei ist. Also auch am 26. jetzt in 4 Tagen ist die nächste Ausstellung. Wohin? Das ist bei Münster. Okay. Das ist Burg Fischering, also das ist eine super Location. Das ist auch etwas... Bitte? Eine Wasserburg. Genau, richtig. Ja, genau. Ja, genau. Meine Heimat. Wirklich? Ja, ich komme aus Texas. Ja, also Sie sind herzlich eingeladen. Ich wohne da nicht mehr, aber ich gucke mal. Sie sind trotzdem eingeladen. Danke. Sie müssen für sich selber entscheiden, ob Sie den Weg auf sich nehmen. Aber, denke doch mal nach. Das war eine Drohung, Herr Schümer, haben Sie gemerkt, ne? Ich würde mich sehr Oder freuen. Oder eine Chance. Vielleicht auch eine Chance. Ich würde mich sehr ist freuen. Ist das Gefährt schon klar, mit dem du vorfahren wirst? Ja, das ist schon klar. Aber das ist auch eine Überraschung. Okay. In Münster, dann kommt man hoch zu Rost nochmal. Also. Das würde, glaube ich, ein bisschen dauern von Düsseldorf. Tolle Geschichte. Leon, hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Und ich hoffe sehr, dass sich das so entwickelt. Ich meine, in der Kunst ist ja alles auch wahnsinnig geschmäcklerisch. Und wenn der richtige Galerist sagt, der ist es jetzt oder die ist es jetzt, dann gibt es ja auch so einen sehr merkwürdigen Markt dafür. Aber was wir heute gemerkt haben, ist, da ist einer, der malt einfach, weil es ihm wichtig ist zu malen. Und ich glaube, es ist das Einzige, worum es am Ende geht. Leon Löwentraut war heute unser Gast. Danke. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Katrin Göring-Eckardt, die heute unser Gast war und die sich auf Koalitionsverhandlungen in Bayern freut. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dirk Schümer, dem Europakorrespondenten der Welt, der Dutzende Sprachen spricht und auch heute ein Gewinn für die Sendung war. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Terence Hill, der ab sofort im deutschen Kino zu sehen ist. Mein Name ist Somebody. Jetzt die Kollegen von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Danke schön. Tschüss.